Hallo, herzlich willkommen. Heute bei uns auf der Hebebühne die neue CB1000R, Baujahr 2021 von Honda. Das große Neo Sports Café Bike mit dem Motor angelehnt an die Fireblade und Showa-Fahrwerk vorne und hinten komplett einstellbar und mit neuen Alufelgen. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch das Bike gefällt. Wir stellen euch das Bike vor mit dem Zubehör von SW Motech. Beginnen wir mit einigen der Schutzprodukte, die wir für die CB1000R gebaut haben. Ihr seht vorne an der Gabel die Achssturzpads aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die das Bike und gerade die Gabel vor Beschädigung schützen können im Falle von Stürzen. Weiteren Schutz kann euch die Rahmensturzpads bieten. Hier verbaut an den Anbaupunkten am Rahmen. Sinnvoll besonders bei Stürzen und Umfallern. Weiteren Schutz bietet euch dieser neu gestaltete Bugspoiler, den wir aus gebürstetem Aluminium herstellen, 3 mm stark, vorne aus 2,5 mm starkem pulverbeschichtetem Aluminium. Extra so gebaut, dass er auch optimale Schräglagenfreiheit gewährleistet. Weitere Produkte von SW Motech am Bike. Hier am Lenker seht ihr die Hebelschützer mit Windabweiser sowie eine Spiegelverlegung für bessere Sicht am Bike. Wenn es um Gepäcktransport geht, seht ihr hier am Tank den beliebten Pro-Mikro-Tankrucksack mit 3 bis 5 Liter Volumen. Einfach angeklickt auf dem Pro-Tankring, der hier oben auf dem Tank-Einfüllstutzen der Honda CB1000R befestigt wird. Und das Gegenstück auf der Unterseite des Tankrucksacks einfach aufsetzen und hält fest am Bike. Weiteren Gepäcktransport könnt ihr hier am Heck machen mit den Urban ABS Seitentaschen aus leichtem ABS-Kunststoff, die einfach am passenden SLC-Seitenträger eingeklickt werden. Den SLC-Seitenträger bauen wir genau passend für die CB1000R. Und die Taschen, seht ihr hier hinten, haben 3 Aufnahmepunkte und dort werden die Taschen eingeklickt. Jeweils 16,5 Liter Volumen auf jeder Seite, also ausreichend für eine kleine Tour am Wochenende. Und alle Produkte für die CB1000R findet ihr in unserem Webshop. Einfach auf den Link unter dem Video klicken und euch allen eine gute Fahrt.